können wir denn die Verbindung zwischen Natur und Erleben besser schaffen und vor allem verstehen? Es ist wichtig, dass man Menschen schon frühzeitig für den Naturschutz sensibilisiert, weil nur was man quasi kennt, das schützt man auch. Und das Waldlabor Jena hat allein durch seine Lage hier mitten im Jenaer Forst eine sehr besondere Stellung. Es ist hier quasi im Wald, aber doch nah an der Stadt. Die Motivation von Zeiss hier am Standort, das Waldlabor zu unterstützen, ist natürlich auf der einen Seite die regionale Verbundenheit. Wir sind hier am Standort gegründet worden vor fast 178 Jahren. Und zum anderen möchten wir natürlich auch die Bildungsinitiative und den Bildungsstandort hier in Jena stärken, und da ist das Waldlabor eine perfekte Basis dafür. Ich finde, es ist wichtig, damit man halt auch mal mehr darüber rausfindet. Also man weiß ja jetzt zum Beispiel, es gibt Bäume, aber so kann man halt auch herausfinden, wie eigentlich die Rinde so richtig aussieht zum Beispiel. Moderne Technologien wie zum Beispiel die Mikroskope von Zeiss sind einfach wichtig, um einfach dieses angestaubte Bild vom Wald, das viele einfach noch haben, zum einen wegzukriegen und zum anderen, um diesen wissenschaftlichen Aspekt einfach zeigen zu können und einfach zeigen zu können, dass das, was wir da machen und was wir vermitteln, einfach wissenschaftlich Hand und Fuß hat. Aus unserer Sicht kann das eine zentrale Rolle spielen, weil die Mikroskopie eigentlich eine Welt eröffnet und ein Verständnis eröffnet für Themen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Und im Wald spielt sich ja viel im Mikroskopischen ab. Sonst sieht man das ja alles eigentlich nur immer so klein, aber wenn das dann nochmal größer sieht, das macht schon doch dann was aus. Ich habe Rinde, auf der noch kleine Blättchen und Nessel drauf war und eine Blüte mit noch Blütenpollen drauf. Also ich finde es auch faszinierend, weil man halt auch aus der Natur viel lernen kann. Es macht mir auch Spaß, sie zu entdecken. Es ist sehr spannend. Man kann viele coole neue Sachen über die Natur lernen und auch mit Mikroskopen rumexperimentieren, weil man da Sachen sieht, wo man sich denkt, ich wusste gar nicht, dass das so aussieht. Es ist total toll, dass der Zeiss-Förderfonds uns in dieser Sache unterstützt, weil es eine wunderbare Möglichkeit ist, den Kindern das Erleben auch noch ein bisschen mehr zu verständlichen und zu verwissenschaftlichen. Und das ist genau das, was wir wollten und was wir brauchen für dieses Waldlabor. Das ist das, was quasi Kinder am Ende dann beeindruckt und wo sie das Ganze dann wirklich als wichtige Erfahrung mit nach Hause nehmen.